Irene, du hättest gut können weiterfahren mit deinen Gedanken. Das sind mega spannend. Reich Gottes bauen, Brücken bauen. Heute das Thema speziell Reich Gottes sichtbar, erfahrbar, spürbar machen. Wer kennt den Mann hier drauf? Also wenn man etwa durch die Stadt läuft, hört man ihn von weit her. Meistens hat er ein Klavier oder ein E-Piano bei sich und spielt. In allen Tönen worshipet er durch die Gasse und zieht die Leute an. Es ist mega spannend, was passiert in seinem Umfeld und wenn man mal ein Teil davon ist. Er hat folgendes letzte geschrieben in einem Post, so auf Facebook. Ich lese euch das mal kurz vor, was er so erlebt hat. Und das ist nur einer von vielen. Also, er hat da gepostet im Juli, ich gehe beim Kanti-Schulhaus vorbei, spreche Jugendliche an und darf über einen Jungen beten, der Schmerzen hat. Dann ist er schmerzfrei. Die Reaktionen sind verschieden. Ungläubige staunen, große Dankbarkeit. Dann kommt der Junge, der auch einen Unfall hatte, und ich sage zu ihm, zu dem bereits Geheilten, er soll jetzt für seinen Kollegen beten. Er im jugendlichen, leicht albanischen Akzent, Jesu Name geheilt. Dann frage ich, wie es mit den Schmerzen steht, von 0 bis 10. Er sagt, es sei schon besser. Wir wiederholen es, bis er schmerzfrei ist. Der Junge ist so dankbar. Ich sagte, Jesus liebt euch sehr. Ich habe so Freude, schaue nach oben und klatsche in den Himmel und rufe, danke Jesus. Dann bemerke ich, dass die meisten Jugendlichen auch mitklatschen. Das war für mich sehr berührend. Ist das gemeinsame Dankbarkeit an Gott oder gar Anbetung auf einem Platz, wo man es nicht erwarten würde? Es steht ja geschrieben, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Offenbarung der Söhne Gottes. Die Menschen wünschen sich eigentlich in dem zu leben, was Jesus für sie vollbracht hat. Und es ist schön, wenn wir es ihnen weitergeben können. Weiß nicht, was das auslöst bei dir, wenn du so etwas lesest, wenn du das miterlebst oder mal live dabei bist. Es kann natürlich Druck auslösen. Man denkt, wow, was kann der, der ich nicht kann, wo passiert bei dem etwas anderes als bei mir? Aber wenn ihr ein bisschen mitverfolgt in den Jahren, merkt man, er ist in etwas eingewachsen, das klein angefangen hat, Schritt für Schritt. Und es ist spannend und faszinierend zu sehen, wie Gott ihn in seiner Berufung immer stärker und stärker macht und ihn auf seine einzigartige Art und Weise eben auch braucht. Ich muss nicht der Tobi Meier werden, aber ich kann mich freuen ab dem, wenn ich sehe, wenn Gott Menschen auf ihre Art braucht. Und das lässt mich staunen und ehrlich gesagt natürlich auch ein bisschen herausfordern. Weil ich dann zugleich auch frage, was ist denn mein Ding? Ich werde mit euch heute eine Geschichte anschauen. Das ist eine mega kleine Geschichte in der Apostelgeschichte. Die Texte über das Brückenbauen, die nehmen wir alle aus der Apostelgeschichte und zeigen so verschiedene Facetten auf. Es ist eine Geschichte, die man gerne überliest. Sie hat, glaube ich, 4 Verse. Und es wird sehr nüchtern etwas geschildert. Aber wenn man sich das vorstellt, was da passiert ist in diesen Versen, ist das einfach gewaltig. Also, das steht im Apostelgeschichte 9. Ich lese das hier gerade von der Folie. Petrus zog von Ort zu Ort und kam schließlich zu den Heiligen in Lydda. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mache dich selbst ein Bett. Sofort stand Aeneas auf. Als die Bewohner von Lydda und Sharon sahen, dass Aeneas wieder gehen konnte, bekehrten sie sich zu dem Herrn.
Eine spannende Geschichte, klein, aber hat auch sehr viel Power drin. Der Lukas, der Erzähler von der Apostelgeschichte, schreibt vorher viel von Paulus. Und jetzt tut er seinen Fokus weglegen auf Petrus. Der Petrus ist offenbar unterwegs. Und zwar, wenn man das ein bisschen anschaut, was das war, von Jerusalem Richtung ins heutige Tel Aviv. Und er geht von Ort zu Ort, heisst, was genau seine Mission war, wissen wir nicht. Ist er vor allem Christen besuchen, schaut, ob es Gemeinde gibt, oder ist er missionieren? Es spielt aber nicht so eine Rolle. Er ist einfach unterwegs und dann kommt er in eine Stadt. Die Stadt heisst Lydda. Das ist das heutige Lod. Das ist ganz in der Nähe vom Flughafen Ben Gurion, also vom Tel Aviv Flughafen. Er kommt dort an und dann wird kurz und einfach geschildert, was passiert. Man denkt sich ja vielleicht zuerst, okay, dann sucht man vielleicht mal die Gemeindeleitung auf. Man schaut mal, wer hat sich da vorbereitet, wo kann ich sein? Aber nein, er geht schnurstracks auf einen Menschen, der eigentlich unscheinbar abseits vom Leben steht und schenkt dem die volle Aufmerksamkeit. Und das ist mega spannend. Und das löst sehr viel aus. Schauen wir also kurz an, da, um wie fast für Leute handelt es sich hier in dieser ganzen Geschichte. Es sind verschiedene Personengruppen. Fangen wir an mit, es heisst die Heiligen. Das ist ein spezieller Name. Bis jetzt sind die Heiligen immer das Volk Israel gewesen. Und da heisst es die Heiligen. Wir nehmen an, das sind Menschen, die eben Christen geworden sind und zu einer Gemeinde gehören. Ich zeichne jetzt die mal hier ein. Also wir können sagen, da hat es eine Gemeinde in Lydda. Die Gemeinde ist vermutlich schon vor 44 nach Christus gegründet worden. Tut es denen so einen Heiligenschein übermalen? Sie sind eben die Heiligen. Sieht ein bisschen lustig aus. Eine Gemeinde. Wir lesen jetzt nicht gross oder gar nicht, was die für einen Impact gehabt, ob das eine relevante Gemeinde war, die Einfluss genommen hat jetzt auf dieses Gebiet. Wir lesen eigentlich nichts davon, sondern einfach, dort hat es eine Gemeinde gehabt, der Heilige. Dann hat es eine andere Völkergruppe gehabt. Ich sage jetzt mal die Bevölkerung von Lydda. Ich tue es dann halt eben keinen Heiligenschein malen. Das sind einfach Menschen gewesen, ein Mischvolk. Aus römisch-griechischer Prägung sind dort geschrieben, die sind aus dieser Stadt Lydda, wie aus dem ganzen Gebiet Sharon. Das war ein Streifen von Tel Aviv nach nördlich, 50 Kilometer breit, 75 Kilometer hoch, also die Küste darauf. Wir haben diese Gruppe und dann haben wir hier in der Mitte noch eine Person. Das ist ja der einzige, eigentlich, der mit Namen genannt wird. Der Aeneas. Zeigen wir doch mal ein Krankenbett. So. Das ist die Situation. Als ich den Text so gelesen habe, habe ich überlegt, schon speziell, 8 Jahre liegt jetzt der Mann schon im Bett. Und wir lesen nichts, was so passiert ist. Ich kann mir vorstellen, die Gemeinde hat doch auch gebetet für den Mann, aber irgendwie ist nicht viel passiert, wir wissen es nicht. Aber spannend ist, dass jetzt der Mann hier im Bett eigentlich Brücke schlägt und schlussendlich über ihn alle Bevölkerungsgruppen verbunden werden. Und ich finde das mega spannend. Gott gibt manchmal diesen Menschen Bedeutung, die man vielleicht am wenigsten mehr gibt. Nämlich dem Kranken hier. Und der wird eigentlich zur Hauptperson im ganzen Text neben Petrus. Okay, die Situation ist so, vielleicht schon 8 Jahre, es passiert nicht viel, es bewegt sich nicht viel. Vielleicht hat der Aeneas auch schon resigniert, die Gemeinde hat sich vielleicht schon damit abgefunden, ja, da liegt halt noch irgendeiner in einer Hütte, der halt nicht mehr kann. Und jetzt kommt Bewegung in das Geschehen ein. Und das finde ich spannend. Jetzt kommt Bewegung ein durch einen Mann, durch Petrus. Offenbar braucht es manchmal von außen vielleicht jemanden, der dazukommt und etwas neu anfängt zu bewegen, dass irgendwo wieder Neues entstehen kann.
Das finde ich spannend hier in dieser Geschichte, weil das genau so passiert. Petrus kommt jetzt in die Geschichte rein. Wie ich vorhin gesagt habe, er geht eigentlich schnurstracks, also wir lesen einfach so, geht er zu dem Aeneas und er sagt einfach etwas Spannendes, also mega kühn. Er kommt und sagt, Jesus Christus heilt dich. Also nicht, hier bin der grosse Petrus, ich habe die Gabe vom Heilen, ich komme jetzt und rät's fetz, jetzt bringen wir ein bisschen Schwung in den Laden. Sondern er kommt und sagt, Jesus, er zeigt auf Jesus, sagt, Jesus kommt und macht dich gesund. Ich staune mega über die Kühnheit von dem Petrus, warum weiss der das? Wir könnten jetzt viel diskutieren darüber. Warum hat sein Gebet in Kraft gehabt? Warum das nicht vielleicht von der Gemeinde? Wir könnten diskutieren, wie verhaltet sich das jetzt so mit dem Heilen? Manchmal schon, manchmal nicht. Ist das irgendwie so ein Roulette, wo man einfach ein bisschen probiert? Wir könnten diskutieren, ob wir heute in einer anderen Zeit leben als damals. Ich will gar nicht gross auf diese Fragen eingehen, sondern es gibt eine Aussage, die Jesus macht, die sehr ähnlich ist. Nämlich, wo er die Jünger aussendet. Und zwar im Lukas 10, 8 und 9. Da sagt er zu den Jüngern, wenn ihr in eine Stadt kommt oder in eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Kann noch eine Herausforderung sein. Gestern haben wir Insekten essen auf einem Ausflug. Und dann sagt er, heilt die Kranken und sagt, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Also offenbar ist normal, geht hin, heilt Kranke. Er sagt ja nicht wie, macht es einfach. Und dann redet darüber. Das Reich Gottes ist nahe. Und über das möchte ich mit euch reden. Reich Gottes ist nahe. Das ist etwas, was Jesus extrem ausmacht. Wo Jesus angekommen ist, hat er die Menschen gelehrt, dass es eine andere Kultur gibt, eine andere Art von Leben, eine andere Art von Denken, nämlich Reich Gottes Kultur, wo mit dem Denken anfängt, wo bei den Menschen eine andere Perspektive gibt. Und die Folge davon ist, dass sie auch anders denken und anders handeln. Und Jesus gibt eigentlich den Jüngern den Auftrag, werdet Brückenpfeiler, dort, wo ihr seid, dort, wo ihr lebt, denn Reich Gottes wohnt in euch. Der Heilige Geist wohnt in euch. Wo ihr ankommt, passiert etwas in eurem Umfeld, weil ihr ein Stück Reich Gottes vermittelt. Ohne Druck, ohne Zwang, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein Teil vom Reich Gottes. Das ist einfach so. Also muss es einfach so mal einen Unterschied ausmachen, ob du dort bist oder nicht dort bist. Weil Gott will sich durch dich in dieser Welt manifestieren und zeigen. Beim Tobi Meyer drückt sich das so aus, indem er auf der Straße die Lieder singt. Wir sehen das Video, wo er runterknäult und Gott anbetet. Das muss ja nicht jeder so machen. Aber frag dich, was ist dein Ding? Wie will Gott durch dich Reich Gottes sichtbar machen in dieser Welt? Was ist deine Art, dein Wesen, deine Persönlichkeit? Und er sagt den Jüngern eigentlich, es fängt doch mit dem Denken an. Weißt du, wer du wirklich bist in Jesus? Weißt du, was es bedeutet, wenn du in eine Situation ankommst und dort Reich Gottes Perspektive vermittelst? Mit deinem Wesen, mit deinem Sein? Wenn wir so Leute anschauen oder Biografien betrachten, stellen wir fest, es ist ja meistens ein in etwas hineinwachsen. Und das ist vielleicht auch, oder ist garantiert auch in unserem Leben so. Und auch beim Petrus. Das Erste ist ja vielleicht nicht, wir kommen an und holen alle Leute aus dem Rollstuhl. Das ist vielleicht irgendwie eine dritte Bitz oder vierte Kantine im Glauben. Es fällt im Kleinen an. Im Kleinen treu sein, dort wo ich bin. Dort im Bewusstsein, ich gehe an und es macht einen Unterschied aus. Ich mache da Reich Gottes sichtbar. Im Kleinen. Mutter Teresa hat da ein spannendes Zitat gebracht. Sie sagt, nicht nach grossen Sachen, macht einfach, sucht nicht nach grossen Sachen, macht einfach kleine Sachen.
mit grosser Liebe. Das ist vielleicht der Schlüssel. Mach das, was Gott dir aufträgt, auch wenn es klein ist, es ist nicht unwichtig, es ist mega wichtig. Weil es Gott dir sagt, weil du dort bist, weil du den Unterschied ausmachst, weil du ein Heiliger bist, weil Gott in dir wohnt. Leb dort, mach dort das, was Gott dir aufträgt. Und mach es aus Liebe. Es ist manchmal spannend, wie Gott einem manchmal in Situationen einstellt, wo man so ja gar nicht planen kann. Die Woche bin ich an einem Geburtstagstisch gekocht und da ist vis-à-vis ein Mann gekocht, ein unscheinbarer Mann. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, das ist einer von diesen grossen Spielervermittler, Fußballspielervermittler und Trainervermittler von der Schweiz. Es hat nicht viel gebraucht und wir sind gerade zutiefst über den Glauben zu reden gekommen. Das ist eine Gabe, die ich habe. Es braucht nicht viel, ich kann mit Menschen über den Glauben reden. Und ich frage ihn natürlich auch, ja, wie kommst du zu dem, dass du so einen Job machst und dass du auch Erfolg hast? Und dann sagt er mir, weißt du, du musst Menschen lieben. Ich dachte, boah, er sagt mir das. Und dann sagt, lacht er so und sagt, du, eigentlich haben wir fast den gleichen Beruf, wir dürfen Menschen vermitteln. Brocken bauen. Und gesagt, ja, du hast recht, ich vermittle zu Gott oder ich wette. Und er zum Fußballgott oder was immer. Aber manchmal ist es so spannend, Menschen sagen einem etwas. Du musst Menschen lieben, ich tue Menschen vermitteln. Das habe ich mitgenommen. Und ich bete für den Menschen, dass er wirklich offen wird. Er hat mich ausgefragt über den Glauben, wie lebt man denn mit Gott? Was heisst das mit Gott? Zu beten, zu diskutieren. Das ist mega spannend. Ich hätte mir das nie aussuchen, aber ich wusste, jetzt bin ich da, weil Gott will, dass ich an Brücke schlage zu einem Menschen, den ich ja selber gar nicht organisieren könnte. Das hat mit mir an sich gar nichts zu tun. Aber ich darf Brückenbauer sein, ich darf Reich Gottes vermitteln. Dort, wo ich bin. Ich glaube, das fängt ja an mit meinem Sein, mit meiner Haltung. Ich habe meine Füße am Boden, ich stehe im Leben bei den Menschen. Ich liebe sie und wir dienen ihnen mit dem, was wir sind und haben. Aber mit dem Kopf, da sind wir nicht abgehoben, aber wir haben eine Perspektive, Reich Gottes. Und diese Perspektive können wir immer wieder reinbringen, wenn wir mit Menschen da sind. Wenn wir Menschen besuchen, wenn sie krank sind. Wenn wir mit ihnen beten. Wenn wir ihnen Perspektiven öffnen. Wenn wir einfach treu sind, Menschen begleiten. Und einfach durch meine Art, durch mein Begleiten, durch meine Treue, Wesen Gottes sichtbar wird, Liebe Gottes sichtbar wird. Aber spannend ist, dass Jesus sagt, tu nicht nur handeln, sondern lehre auch reden. Sag ihnen auch, das ist Reich Gottes. Die einen reden immer nur und sie leben vielleicht immer nur. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, das irgendwie auch zusammenzubringen. Wir dürfen handeln und reden. Vielleicht liegt der Fokus mehr beim einen oder beim anderen, aber ich glaube, in der Kombination ist mega wichtig. Manchmal ist es daran, dass wir auch reden und manchmal ist es daran, dass wir schweigen, weil der redet unser Leben vielleicht stärker, als wenn wir nachher das Maul auftun. Aber dort, wo du bist, Reich Gottes sichtbar machen. Frag dich zum Beispiel, wenn du in den Beruf gehst, wenn du in einer Situation bist, Jesus, wie kann heute Morgen ein Stück von deiner Liebe, von deinem Wesen sichtbar sein, sodass das ein Türöffner wird, dass Menschen merken, wow, also wenn du so bist und du sagst, du lebst mit Gott, wie muss denn erst Gott sein? Der muss ja mega, mega sein. Sie schauen, wie wir umgehen mit Scheitern. Sie schauen, wie wir umgehen mit Fehlern. Wenn wir mal verfehlt haben, hätten wir es können entschuldigen, wie wir sind. Also egal eigentlich, wo, in welcher Situation, du kannst Reich Gottes Duft versprühen mit deinem Wesen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir in dem Bewusstsein einfach im Alltag leben und uns überraschen, was Gott macht. Ja, manchmal kann es bedeuten, auch zu beten oder den Leuten das Gebet anzubieten. Und sie so ja, glauben, dass Gott übernatürlich eingreift, Wunder tut. Und wenn ein Mensch Gott erlebt so, auch wenn er ihn ja bis jetzt nicht kennt hat, das macht mega oft. Also das können wir bei Jesus abschauen. Er hat oft so gehandelt. Dann haben die Leute Fragen und dann kannst du reden. Ist eigentlich sehr effizient so.
Ich habe einen Bericht gefunden, der mich echt spannend gefunden hat, was es wirklich bedeutet, so Reich Gottes Kultur zu leben. Und zwar ein Bericht vom Dionysius, das war ein Bischof in Alexandria. Das ist ein alter Bericht, und zwar 165 nach Christus ist im römischen Gebiet eine riesige Pandemie ausgebrochen. Also es sind ein Viertel bis ein Drittel der Menschen sind gestorben. Wir müssen uns mal das Leid vorstellen. Wenn wir jetzt schon nur an Corona denken, was das gemacht hat. Und es sind so viele Leute gestorben, Rom hat es am meisten getroffen. Also der normale Bürger in Rom hat was gemacht? Er ist geflüchtet, oder? Abgehauen aus der Stadt raus. Und dann hat es eine Bevölkerungsgruppe gegeben, die hat anders reagiert. Und der Dionysius beschreibt die Bevölkerung. Ich lese das vor, also das ist ein sehr altes Schreiben, ein Brief von 260 nach Christus. Da schrieb der Dionysius: Die meisten unserer christlichen Geschwister bewiesen grenzenlose Liebe und Loyalität. Sie schonten sich nie und dachten nur an ihre Mitmenschen. Ungeachtet der Gefahren kümmerten sie sich um die Kranken und jedes ihrer Bedürfnisse. Sie dienten ihnen in Christus. Viele luden durch das Pflegen und Heilen anderer deren Tod auf sich und starben an ihrer Stelle. Diese Art von Tod scheint in jeder Hinsicht einem Märtyrertod gleich zu kommen. Also ich Gottes Perspektive bringe, liebe Gottes Leben kann weit gehen. Und das ist nicht nur auf der Straße predigen oder singen, sondern es kann sein mit meiner Hingabe an andere Menschen. Und gerade an den Kranken und Schwachen in einem Volk. Da haben wir sogar in unserer Bundesverfassung. Die Stärke vom Volk wird gemessen am Umgang, wie wir mit unseren Schwachen umgehen. Und gerade als Christen haben wir an ihnen einen besonderen Auftrag, indem wir ihnen dienen und da sind für sie. Und mit dem zeigen wir ganz speziell Gottes Liebe und Wesen. Wo hast du in deinem Umfeld Menschen, die vielleicht abseits stehen, einsam sind? Wo du kannst eine Brücke bauen zu ihnen. Dann kommen wir also hier zurück. Der Petrus, er baut eine Brücke eigentlich zum Aeneas. Und das ist jetzt der zweite Teil. Er holt den Aeneas zurück von der Isolation, zurück in die Gemeinschaft. Und das kann man auf den nächsten Versen oder an den zweiten Teil der Aussage von Petrus soweit feststellen. Die meisten Übersetzungen übersetzen doch etwas speziell. In der Regel lesen ihr euch in der Bibel, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Und dann steht, steh auf, und das ist soweit noch unverfälschlich. Und dann steht aber meistens, und mache dir selbst dein Bett. Oder roll das Bett zusammen. Respektive, nein, eben nicht. Wenn man es genau übersetzt, heisst, bereite aus dir selber. Aber was macht denn das für einen Sinn? Du musst ausstehen und etwas ausbreiten. Es müsste jener heissen, stand auf und tu dein Bett zusammenruggeln. Jetzt gibt es aber eine spannende Übersetzung, oder wenn man das überlegt, was ist denn eigentlich der Kern von dieser Geschichte? Der Kern von dieser Geschichte ist schlussendlich, dass wir als Reich Gottes immer einladen in Gemeinschaft. Das ist immer ein Einladen zurück in Gemeinschaft. Und im Orient war es so, dass man den Teppich ausgerollt hat, in diesem Häuschen, und das die Leute in die Gemeinschaft eingeladen hat, Platz zu nehmen auf dem Teppich. Und so macht die Übersetzung viel mehr Sinn, wenn es heisst, breite aus dir selber. Breite aus den Teppich und lade dich zur Gemeinschaft. Du wirst wieder ein Teil der Gemeinschaft. Krank sein isoliert, krank sein macht einsam. Und das ist vielleicht neben dem Schmerz, den die Krankheit hat, der zweite Schmerz. Viele Leute sind isoliert, können nicht mehr teilnehmen, hocken vielleicht daheim oder sind irgendwo in einem Spital, in einem Pflegeheim oder irgendwo und können nicht mehr teil sein für unsere Gemeinschaft. Reich Gottes lädt immer ein, zurück in die Gemeinschaft. Und das ist der Fokus auch in dieser Geschichte. Lade Menschen ein, zurück in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes,
in deine Gemeinschaft und lade sie zurück ein zu Gott. Teil dein Leben mit ihnen, lass sie Anteil nehmen an deinem Leben, dass sie nicht vereinsamen. Und so macht der Text mega viel Sinn. Da sehen wir also eine weitere Brücke. Weil er geheilt wird und der Paulus, Petrus ihn auffordert, hey, mach einen Schritt in die Gemeinschaft, entsteht jetzt eine neue Brücke und er wird viel intensiver wieder ein Teil vom Leben, vom öffentlichen Leben oder vom Gemeindeleben. Jetzt haben wir noch die dritte Gruppe. Bis jetzt hat sich ja das alles so in den Klostermuren abgespielt, was gesagt. Jetzt hat das eine mega Auswirkung. Das ist schon spannend. Also es hat eine riesen Strahlkraft da. Das, was hier passiert, das gibt es Reden im Dorf und weiter raus in dieser ganzen eben Scharon, eben 75 Kilometer darauf, ich weiß nicht, das wäre von hier bis Chur oder so. Oder wie weit? Ich kann besser schätzen. Auf Zürich sind es 40 Kilometer. Bern. Also weit, hä? Der Petrus kommt, im Namen Jesu bist du geheilt. Oder wir können einfach anders sagen, Reich Gottes passiert, es wird sichtbar und es hat eine mega Auswirkung. Es heisst, alle Menschen, natürlich, dass alle müssen wir relativieren. Aber alle im Sinn von, wir nehmen es wahr und die Menschen, heisst jetzt, die kommen alle zum Glauben. Jetzt gibt es eine Megabrücke wieder. Eine Brücke, die kommen alle zum Glauben. Sag also nie, ja, was kann ich als einzelner Mensch schon anfangen? Was kann Gott mit mir schon machen? Gott hat den Petrus geschickt, obwohl es eine Masse von Christen gehabt hat dort. Und Gott braucht den Mann, den man vielleicht schon abgeschrieben hat, im Bett, und braucht den, dass er eine mega Brücke baut zu diesen Menschen im ganzen Umfeld. Denk nie zu klein von dir, Gott könnte ihn nicht brauchen. Er hat den Mann im Bett gebraucht. Und je länger als der im Bett geblieben ist, je grösser ist das Wunder geworden. Vielleicht bist du auch noch im Bett am Warten. Aber trau Gott zu, dass du ein Brückenbauer bist. Vielleicht durch dein Leid, das du hast. Und trau ihm zu, dass eine Veränderung kommt. Bet dafür. Bet, dass Gott dich braucht als Brückenbauer. Egal, wo du bist. Gott braucht dich. Lass dich überraschen von ihm. Und dann bist du wirklich gespannt, was passiert. Es ist unsere Berufung, Gottes Brückenpfeiler zu sein in dieser Welt, Reich Gottes sichtbar, greifbar zu machen. Leben wie Jesus, handeln wie ihn, aber auch darüber reden. Den Menschen sagen, schau, so ist Gott. Das ist das Wesen Gottes. Und dann, lass dich überraschen, was passiert. Und mit dem schließe ich. Wo ist dran, vielleicht bewusst, dass du anstehst, vielleicht zwischen Menschengruppen und die verbindest, Frieden stiftest, ein Brückenbauer bist. Vielleicht im Gebet kämpfst um Menschen, in Riss stehst, die Verantwortung übernimmst. Und was ist dein Ding? Wie braucht Gott dich? Er braucht jeden. Er hat auch den hier im Bett gebraucht. Er braucht jeden. Ohne Krampf, ohne Druck. Einfach auf eine einfache Art und Weise. Ich lade dich jetzt ein, ja, vor Gottes Thron zu kommen, im Gebet, im Worship. Wir haben auch zwei, die beten mit dir. Du kannst dich segnen. Hinten während dem Lobpreis. Und ja, ich wünsche uns einfach eine kraftvolle Zeit jetzt auch im Lobpreis.